Hallo, liebe Geschwister, erneut ich. Wir wollen uns heute mit dem Heiligen Geist im Alten Testament beschäftigen. Und keine lange Vorrede, ich lege los. Wir beginnen gleich am Anfang unserer Bibel. Da heißt es: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Der Geist ist von Anfang an ein untrennbar sozusagen mit Gott verbunden. Gott ist sozusagen, hat die Kraft in sich, letztlich diese ganze Schöpfung zu ordnen. Interessanterweise im Hebräischen heißt der Geist Ruach. Das ist der gleiche, letztlich kann man ihn übersetzen als Wind, kann man ihn übersetzen als Kraft, kann man ihn übersetzen als Sturm auch durchaus. Wir merken, es ist Bewegung. Es ist Bewegung. Und diese Bewegung, dieser Geist, dieser Wind, er ist über dem über der noch nicht geschaffenen Erde, Tohu Wabohu, also kein Leben, nichts, öde, nichts vorhanden. Darüber der Geist Gottes von Anbeginn an spielte eine Rolle. Im Schöpfungsgeschehen, sozusagen mit einer, der in der Schöpfung mit tätig ist. Wenn Gott spricht, es werde, dann geschieht es durch seinen Geist und durch sein Wort. Nicht mit oder zweimal geklatscht in die Hand und das Licht geht an, sondern ganz bewusst, er spricht. Und schon ein Kapitel weiter, also dann im ersten Buch, jetzt hatten wir ja 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1 und 2, und nun haben wir das zweite Kapitel, da der Vers 7 heißt es: Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Auch hier begegnet uns dieser Geist erneut im Odem, der in den Menschen hineingeblasen wird. Der Geist bewirkt, dass aus toter Materie Leben wird. Der Geist bewirkt, dass wir atmen, dass wir denken, all diese Dinge vom Geist. Und er weist zugleich darauf hin, dass wir in einer ungeheuer engen Beziehung zu Gott leben, der uns diesen Geist gibt. Letztlich ist er auch die Verbindung zu Gott. Und da, wo wir uns entscheiden und sagen, nein, ich brauche Gott nicht, da sind wir eigentlich geistlich tot. Da stirbt das, was uns eigentlich mit Gott verbindet, und wir sind verloren. Gottes Geist also schon in den ersten zwei Kapiteln ganz deutlich mit uns Menschen und mit Gott verbunden. Er ist der letztlich Leben gibt. Interessanterweise gibt es ja im Alten Testament ganz bewusst auch die Vorstellung, dass einer, der ohne Gott zu leben versucht, eigentlich schon tot ist. Er weiß es nur noch nicht. Etwas später, 2. Mose 31, 1 bis 5. Heißt es: Siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamme Juda, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber, Kupfer, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz und jede Arbeit zu vollbringen. Erneut
der Geist einer, der Gaben verleiht. Einen, der Menschen erfüllt und mit Leidenschaft sozusagen, ja, Leidenschaft in ihnen weckt, Dinge zu vollbringen, die wunderbar sind. Hier diesen Künstler, den er sozusagen befähigt, wunderbare Dinge für die Lade Gottes zu fertigen. Auch da wieder, Gottes Geist am Wirken, Gott verherrlicht sich durch seinen Geist. Wir lesen weiter, Richter 6, 14 bis 16 und 34. Da heißt es: Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin, Gideon, in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie ein Mann. Und weiter im Vers 34. Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon, und er ließ die Posaune blasen und rief seine Soldaten auf, ihm zu folgen. Der Geist, der sozusagen Mut gibt, Kraft gibt, Zuversicht gibt. Hier den Gideon im Kampf gegen die Midianiter, den er listenreich dank Gottes Einfallsreichtum auch gewinnt. Der Geist, der uns führt. Diese Kraft Gottes, die in uns letztlich uns befähigt zu Dingen, wo wir das Gefühl haben, aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Gottes Geist. Und ich könnte noch viele verschiedene Persönlichkeiten nennen, wo das auch geschieht. Im Alten Testament durchzieht das Ganze. Und ob man Josef sieht, besondere Fertigkeiten, oder eben andere Mose, der letztlich als Führer letztlich von Gott erwählt wird und dann sein Volk führt, auch in diesem besonderen Geist. Es sind viele Möglichkeiten letztlich der Geist, der uns führt und leitet und die Richtung vorgibt. Und ich will noch einen weiteren Text hinzunehmen, einen, der uns eigentlich aus der Apostelgeschichte vor allem bekannt ist, und zwar Joel, Kapitel 3. Joel schreibt: Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Ja, Sie kennen dieses Wort aus der Pfingstgeschichte, wo Gott den Jüngern seinen Geist gibt und schließlich Petrus dann hinausgeht und spricht zu den Menschen, wo einige bereits abfällig sich äußern. Nein, nein, das ist das, was Joel gesagt hat. In Pfingsten wird diese Verheißung erfüllt, die Joel gibt. Der Geist Gottes wird ausgegossen. Und das Entscheidende an diesem Geist ist, dass man ihn erbitten kann, aber vor allem auch, dass er eben von Gott gegeben wird. Und wenn Sie mal genau hinschauen, sind das immer Momente, die ganz besonders sind, die Entscheidungsmomente sind, die Momente sind, wo auch neue Wege begangen werden. Hier an dem Falle geht es um Weissagen. Sie sollen entdecken dürfen, sie sollen träumen können, sie sollen letztlich ihre Träume umsetzen können.
Und da geht es nicht um das eigene sozusagen, was ich mir erhoffe und erwünsche, sondern was letztlich Gott durch mich tun möchte. Der Geist gibt die Richtung vor. Und da ist es egal, ob Mann oder Frau. Er unterscheidet nicht, so wie auch in der Schöpfungsgeschichte keine Abwertung der Frau geschieht, in keinster Weise, sondern es wird deutlich, sie sind eins. Und erst gemeinsam sind sie das Ebenbild Gottes, der Mensch. Und es wird immer wieder betont, und er schuf sie als Mann und Frau. Und diese Szene, die oft missdeutet wurde aus der Rippe des Mannes sozusagen, verdeutlicht eigentlich, dass sie untrennbar miteinander verbunden sind. Es ist also keine Wertigkeit da. Und auch hier, dieser Geist kommt zu allen, die sich nach ihm ausstrecken. Dieser Geist wird ausgegossen über alle, die den Willen Gottes tun. Dieser Geist wird geschenkt. Und das ist schon etwas Spannendes, weil wir das an verschiedensten Stellen immer wieder im Alten Testament entdecken, dass Gott sozusagen seinen Geist schenkt, seinen Geist gibt, vom Anbeginn der Tage an. So wie Jesus von Anbeginn der Tage bei ihm war, wenn es von ihm heißt im Johannesevangelium, dass er das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes ist, das zu uns auf die Erde kam. Es zeigt uns eigentlich, dass Gott eigentlich in sich schon Gemeinschaft ist. Die Kirche hat es dann in diese Formel der Trinität gegossen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Geist, der letztlich vom Vater und vom Sohn ausgeht. Aber wenn wir genau hinschauen, dann ist es, dass wir, egal wen von den dreien wir letztlich anrufen, immer wieder letztlich bei Gott landen. Es ist nicht getrennt, auch wenn es unterschiedliche Wesen sozusagen sind. Wenn wir genau hinschauen, haben wir Gott, der ein bisschen unnahbar ist in seinem Ganzen. Gott, der Schöpfer, den wir durchaus auch all das verdanken, was um uns ist, ein liebender Vater. In Jesus wird er Mensch, kommt uns ganz nah, gibt sich ein Gesicht, kommt und zeigt sich, zeigt, wie unser Leben als Mensch gelingen kann. Und im Geist wohnt er in unseren Herzen und macht uns deutlich, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind und wie nötig wir es haben, Christus zu folgen, weil wir immer und immer wieder die gleichen Fehler machen, wie wir es auch durchaus im Sündenfall-Geschichte lesen können. Wir wollen uns selber auf den Thron setzen, uns selber erhöhen, aber diese Ehre gehört allein unserem Gott. Herr, unser Gott, an vielen Stellen begegnet uns dein Geist, deine Kraft. Du schenkst Hoffnung, du schenkst Zuversicht, du zeigst den Weg. Und Menschen haben sich danach orientiert und haben Segen gebracht für viele. Lass du uns heute auch so Segen bringen. Wir danken dir, dass du auch uns deinen Geist geben möchtest und gegeben hast. Amen. So wünsche ich Ihnen heute gesegnete Zeit, auch durch Gottes Geist.